Ja. Und schon direkt Treppe. Die Erzfeinde von Mia. Allgemeine, mir zwei Froschbörle, Männer und Zirik. Wir sind halt im Saalfalzkreis unterwegs und machen gerade mal so schöne 3 Kilometer bei dem schusselige, grutzelige Wetter da draußen. Wie der so ist und was es hier an Highlight zu sehen gibt, das sehen wir später. Genommen, mehr habe ich auch nicht zu sagen. Es wäre auf jeden Fall noch ein paar 360-Grad-Aufnahmen gekommen. Also bis später. So, jetzt haben wir die gemütliche 3-Kilometer-Tour geschafft und sind gleich an der Hohe Burg nummer. Ein kleiner Umweg müssen wir noch in Kauf nehmen von so 300-400 Meter. Und hier dran, darf ich vorstellen, packst du mal rasch drauf. Weil der direkte kleine Weg für hoch bzw. runter, der ist an der Schlossbergschöle gesperrt und ihr müsst bitte die Umleitung für den Burschweg folgen. Das sind so 300-400 Meter. Aber das ist nicht weiter dramatisch. Für alle, die im ÖPV anreisen, das ist eigentlich auch ganz praktisch hier, weil vom Bahnhof aus habt ihr gerade mal 1,5 Kilometer und dann sind wir auch schon over an der Schlossberghöhle bzw. auch direkt an der Hohe Burg durch die schönen Homburger Altstadt. Das ist eigentlich auch ganz hübsch. Okay, jo, was gibt's dazu noch zu sagen? Fällt dir noch was in? Wenn schon was mir jetzt noch infällt, hier verläuft auch der Fließsteig, den werden wir dieses Jahr auch noch laufen und wie der dann so ist, dann siehst du ihn dann bei uns im nächsten Video. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend und bis demnächst. Tschö! Ich bin heute nur Markus, der Stellvertreter, und wünsche dem Topper ganz schöner da und ganz viele Grüße. Und weil er das auch mal so schön macht, viele Grüße, Topper. Allgemeine, heute hat uns in der Saalfalzkreis.